Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um die Lufthansa Group. Nachdem ich eine Woche nicht mehr online war, beziehungsweise auf YouTube was gestellt habe, muss ich euch bei euch entschuldigen. Warum? Ganz einfach, ich war in Dubai und haben viele Impressionen da geholt mit Tobias und mit Jakob, unseren Kameraleuten. Da haben wir ein paar Bilder aufgenommen, ganz interessante Sachen. Aber nun lasst uns zur Lufthansa Group kommen. Der Sale von Lufthansa in Luxemburg ist verlängert worden. Zum Beispiel in der First Class geht es auch im Partner Sale nach Dubai, glaube ich, ab 1.800 Euro. In der Business Class geht es etwas günstiger. Da gibt es dann die Möglichkeiten, ab 899, also 900 Euro, nach Dubai zu fliegen. Des Weiteren die Welcome Lounge ist auf. Dann gab es wieder von der ITA irgendwelche Klimper mit den Augen, dass die Lufthansa sie doch endlich kaufen musste. Habe irgendwo gelesen, Sugar Daddy gesucht. Das fand ich auch ganz lustig. Dann als nächstes, was bei der Lufthansa auch los war, ist einfach, dass man zu Weihnachten und Silvester wesentlich mehr Flüge anbieten will. 440 Stück. Die Eurowings geht mit veganem Essen ganz knallhart nach vorne. Die Austrian Airlines hat Impfangebote in einer 777 möglich gemacht. Gab nicht nur Meindl Café, sondern es gab auch da dann die Spritze. Oder was gab es denn noch? Lasst euch überraschen. Ihr wisst ja, wie immer an dieser Stelle kommt das Intro. Willkommen zurück und ihr wisst ja wie immer auch nach einer Woche Abstinenz, dass es den Abonnierbefehl gibt. Das heißt also einfach diesen Kanal abonnieren, dann auch noch ganz wichtig die Glocke anmachen, damit ihr nicht so wie heute der Hoffmeister die Sendung verpasst. Nein, Mario ist unterwegs im Auftrage seines Arbeitgebers, hat irgendwie eine Fabrikführung und muss sich da um die Leute kümmern. Also insofern ist er bei mir entschuldigt, ich hoffe bei euch auch. Dann geht es natürlich weiter, immer wieder unten kommentieren, ganz, ganz wichtig. Und was ihr auch tun solltet, natürlich diesen Beitrag liken, damit der Algorithmus uns weiter liked. Und wir haben, glaube ich, die 1.300-Grenze durchknackt. Danke dafür, dass ihr uns die Treue haltet. Ja, dann lasst uns doch einfach in die Themen einsteigen, was bei der Lufthansa los gewesen ist. Und die Deals hatte ich euch ja gesagt, wenn ihr da Fragen zu habt, dann könnt ihr da ganz einfach schauen und uns unten einfach die Fragen stellen oder aber auch über WhatsApp kontaktieren. Da helfe ich euch gerne weiter. Dann lasst uns doch einfach mal schauen. Über Weihnachten und über Neujahr, Silvester gibt es von der Lufthansa gute Nachrichten. Man will 440 Flüge mehr auflegen, die man gedacht hatte. Das heißt also, es werden auch größere Maschinen eingesetzt. Es wird weiter New York, Miami angeboten. Und ganz, ganz wichtig, es gibt auch Warmwasserziele mit den Kanaren. Aber auch, und das ist halt das, was mein finnisches Herz immer wieder hochleben lässt, ist, dass man wieder nach Lappland fliegt, also nach Ivalo oder nach Kuusamo oder von München aus nach Kittilä oder dann auch nach Norwegen, Tromsø. Also insofern, da ist Weihnachten gesichert. Dann auch eine interessante Neuigkeit war in meinen Augen, wir hatten ja mal gehört, hey, die Business Class soll kleiner werden. Nein, die Lufthansa ist jetzt hingegangen und hat gesagt, nee, wir machen die Business Class doch nicht so kleiner. Es könnte so bleiben. Also das heißt, dass die Premium Economy, die ja wachsen soll, auf Kosten der Economy Class wächst. Heißt also im Prinzip, dass die Economy kleiner wird und nicht die Business Class kleiner wird. Warum? Ganz einfach, weil viele Firmen wieder fliegen und damit die Business Class attraktiver ist. Aber auch ihr oder wir als Privatkunden, als Leute, die den gepflegten Vielflieger-Talk mögen, also Connoisseure der Lüfte sind, die fliegen auch Business Class. Und das hat die Lufthansa jetzt festgestellt. Und deshalb will man die Business Class natürlich nicht nur verbessern, sondern auch vielleicht bei der Größe so lassen, wie sie ist. Also da wird es eine positive Neuerung geben. Also das finde ich ganz, ganz toll in meinen Augen. Ja, eine Sache, die auch in meinen Augen spannend ist, ist natürlich, dass die Welcome Lounge wieder offen ist. Also das heißt, wer ankommend ist, kann halt nach einem Langstreckenflug da in die Welcome Lounge in Frankfurt gehen, die ja zwischendurch ja auch ja, irgendwie angemietet werden konnte als Location. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand gemacht hat. Also wenn ihr irgendeine Party hattet, die ihr in der Welcome Lounge gefeiert habt, lasst es uns unten in den Kommentarspalten. Muss er wieder beide Hände nehmen, wissen. Also insofern, das ist spannend. Ja, auch eine Sache, die ja die Lufthansa lange Zeit angekündigt hat, ist, dass man die Kredite des Staates zurückzahlen wollte. Und das hat man jetzt auch getan. Und dies hat die Lufthansa auch
ja, ganz, ganz lautstark publiziert. Es gab viele Werbeanzeigen, ich habe es online auch irgendwo gesehen, wo dran stand: Danke, gestern konnten wir die Finanzhilfen der deutschen Bundesregierung vollständig zurückzahlen. Das war, glaube ich, am Montag dieser Woche. Also insofern, die sind zurück. Einige Leute sagen natürlich, dass jetzt die Lufthansa wieder in ihrem Großmut, Hochmut, Übermut oder wie auch immer, was für Mut ist und das macht. Hey, ich denke ganz einfach, dass es nach dieser langen Zeit, wo die Leute eine falsche Einschätzung der Lufthansa hatten, da ganz einfach das hinnehmen sollten. Warum ganz einfach? Weil viele haben ja die Lufthansa immer wieder, ja, kritisieren, gesagt, hey, die haben Staatskredite gekriegt, beziehungsweise haben es noch nicht mal richtig gesagt, es waren nämlich Kredite, sondern sie haben gesagt, sie haben Finanzhilfen gekriegt und das billig. Nein, es wäre ein Zinssatz bis 9% gewesen und sie stehen übrigens jetzt auch besser da als vor der Krise. Also insofern, die Lufthansa ist gerüstet und gewappnet. Also insofern kann man da auch Danke sagen. Also ich denke mal, man sollte da jetzt nicht so böse sein. Ich kann einfach nur sagen, ich bin dieses Jahr so viel mit der Lufthansa-Gruppe geflogen wie lange nicht mehr, habe auch noch etliche Flüge mit der Lufthansa-Gruppe vor mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei der Lufthansa jetzt nicht wirklich enttäuscht worden. Also das Essen mit Tasting Heimat, da machen sich viele ja drüber lustig. Ich finde es okay, es gibt natürlich Sachen, die ich nicht mag, es gibt aber Sachen, die ich wirklich mag und ich finde zum Beispiel diesen Salat, den ich fälschlicherweise als Münchner Tasting Heimat gesehen habe, das ist dieser Rindfleischsalat, der kommt nämlich aus Berlin, schmeckt tipptopp und dann die frischen Brötchen dazu. Also ich kann mich da nicht beschweren, aber auch die Crews von der Freundlichkeit her, also alles tipptopp. Also insofern, da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, Lufthansa, Hut ab. Und dann lasst uns doch einfach mal schauen mit dem Thema, mit der, ja, ein Magazin, ein Online-Magazin, das ist in dem Fall der Aerotelegraph gewesen, der hat geschrieben, eine schwierige deutsch-italienische Liebe. Also ich weiß gar nicht, ob man davon Liebe reden kann bei der Alitalia, jetzt ja ITA, wie sie heißt, und der Lufthansa. Die Lufthansa hat ja Lufthansa Italia gemacht und es ist halt immer so gewesen, dass die Alitalia, jetzt die ITA, die wollen halt immer mit der Lufthansa zusammen was machen. Auch die Wortwahl vom ITA-Präsidenten Alfredo Altavilla, auch in Boston bei der IATA, wo sich die ganzen CEOs treffen, war ja richtig gesprochen worden über das Thema. Und er sagt halt jetzt ganz klipp und klar, es ist falsch, eigenständig zu bleiben. Und man möchte sich dann doch bei der Lufthansa unterhaken. Und dann sagt ihr, hey, habt ihr nicht erzählt, dass die sich bei SkyTeam eingehakt haben? Ja, haben sie auch, aber ein interessantes Detail, das ist nur ein Agreement für ein Jahr. Also irgendwie ist das ganz, ganz lustig. Ich weiß es nicht. Also da kann ich ein Zitat noch mal kurz bringen, wie er es ganz genau gesagt hat. Es wäre falsch, eigenständig zu bleiben, weil wir im Vergleich zu den drei großen in Europa tätigen Airline-Gruppen immer zu klein wären, sagt der Manager. Und er hofft sehr, dass die Lufthansa zu den hübschen und reichen Verehrern gehört, die sich jetzt vielleicht für ITA Airways interessieren. Hey, im Airline.de-Magazin hat der Born gesagt, dass das eventuell so Sugar Daddy-mäßig ist. Ich weiß es nicht. Also insofern schauen wir einfach mal. Aber die Lufthansa will gerne, man hat ja lange verhandelt, auch schon als sie Alitalia hießen. Man ziert sich wieder und dann muss man halt gucken. Aber im Moment ist es halt so, dass es diese Liebe, wenn man von Liebe redet, da natürlich auch noch irgendwelche Mitbewerber gibt. Delta Airlines zum Beispiel, die ja ganz klar gesagt hat, wir geben auch Geld. Ed Bastian hat da ja mit den Dollars gewedelt. Aber dann auch die Air France KLM ist da auch interessiert. Natürlich, um die Dominanz der Lufthansa nicht weiter zu stärken und die eigene Dominanz damit zu stärken. Also wie gesagt, ich weiß es ehrlicherweise nicht, was ich davon halten soll. Ich habe ja auch damals mit dem Hofmeister darüber lang und breit philosophiert, ob das halt von den Zahlen her spannend ist oder nicht für uns. Warum? Ganz einfach deshalb, weil die Flüge teurer werden, weil es dann weniger Marktbegleiter gibt. Ja, wo wir jetzt wieder zum Thema Marktbegleiter gehen, ist ja im Moment so eine Impfkampagne, jeder soll sich impfen lassen, jeder muss sich impfen lassen. Fliegen ist ja teilweise auch nur noch mit Impfen möglich, weil Länder nur noch mit 2G reinlassen, also geimpft und getestet. Einige sogar USA nur mit PCR-Test, also irgendwie, glaube ich, heißt das jetzt 2G plus. Man wird ja ganz wuschig, wie viel Gs es da gibt. Ja, am 13. November hatte die Austrian da geladen in Wien mit dem Wiener Flughafen zusammen zu einer Covid-Impfung im Ambiente, was wir alle mögen, und zwar im Flugzeug, in der 777.
Und da wurden 200 Impfwillige in einer 777 geimpft. Und man war halt sehr irritiert, dass das so gut angenommen worden ist. Natürlich ist das etwas, ich weiß nicht, also wie viel Mikropromille oder sowas das von der österreichischen Bevölkerung sind, die sich da haben impfen lassen. Aber es geht halt um den Effekt, um den Show-Effekt. Und hey, hätte ich die Möglichkeit gehabt, mich da impfen zu lassen, hätte ich mich da impfen lassen. Also insofern für uns doch immer wieder cool eine Kulisse. Und es gab natürlich auch Kaffee. Ich weiß nicht, ob es noch andere Sachen bei den Österreichern gab, Gebäck oder so weiter. Wo wir beim Essen sind, lasst uns auf die Eurowings eingehen. Die haben ganz, ganz weit oben sich auf die Fahne geschrieben, Nachhaltigkeit. Und sie sagen, sie wären der größte deutsche Ferienflieger und möchten auf 100% nachhaltige und wiederverwertbare Verpackungen setzen. Auch möchte man erweitern die vegetarischen und die veganen Angebote im Wings Bistro. Und natürlich die Happy Hour. Auf den letzten Flügen des Tages reduziert man weiter die Abfallmenge dadurch. Also insofern, dass man Preise reduziert. Und Passagiere können beim Kauf an Bord mit einer Spende an die Help Alliance verbinden. Help Alliance ist von der Lufthansa-Gruppe die Charity-Funktion. Und man möchte natürlich eine starke Kooperation mit regionalen und sozialen Partnern. Und natürlich die Magazine an Bord werden CO2-neutral produziert. Ja, ich gebe euch jetzt einfach mal da ein paar Bilder und da können wir uns das einfach mal anschauen, was es bei der Eurowings gibt. Das ist jetzt so ein Döner, der vegan ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das schmeckt. Es sieht lecker aus, aber ihr könnt ja da eure Meinung zu bilden und da halt unten in die Kommentarspalte reinschreiben und dann natürlich auch, hey, ein Brötchen. Ich weiß gar nicht, wie das Ganze da sein soll, also insofern, was daran vegan ist. Auf jeden Fall, es sieht auch lecker aus, also insofern, es muss nicht immer Fleisch sein. Es gibt ja viele leckere Gerichte auch so. Nachdem wir jetzt im Schweinsgalopp durch diese Themen durch sind und ihr mein Modell seht vom A350, da gab es dann auch jetzt wieder eine Neuigkeit von unseren Freunden der Brussels Airlines. Ja, ganz genau, ich bin hier. Ihr könnt das Bild einfach mal daneben stellen. Und ihr seht, was sehr wirklich ins Auge fällt, all white. Also das heißt, beide Flugzeuge sind von der Basis her grundsätzlich gleich. Triebwerksgondeln sind weiß, Flächen sind weiß, auch das ganze, die ganze Außenhaut ist weich. Und man hat dann quasi hinten diese Punkte draufgesetzt. Jetzt kann man natürlich sagen, das wäre Croatia 2.0 Light, so wie ich das auch in einigen Kommentaren auf den Foren gelesen habe. Aber da muss man jetzt mal auch ehrlich sein. Es ist jetzt nicht wirklich hübsch. Also insofern, aber es ist verständlich, weil die Lufthansa versucht natürlich Synergien zu finden und möchte natürlich auch im Prinzip da nicht nur, dass das Logo weggefallen ist im Prinzip, sondern es ist halt auch in dieser Lufthansa-Schrifttype mehr oder weniger, wenn man dieses Brussels sieht, dann hat man halt da die Marke einfach erneuert. Und ich weiß nicht, ich fand die alte Farbstellung schön. Ich habe ja auch auf dem einen Video, wo wir in Barcelona waren, habt ihr ja auch die Tim und Struppi gesehen. Was ist Tim und Struppi? Auf jeden Fall aus dieser Serie. Und da hat man halt wirklich jetzt dieses neue Konzept rausgeholt. Ich weiß es nicht. Also ihr könnt da einfach mal gucken. Das Personal selber war relativ böse, weil man 800 Mitarbeitern gekündigt hat. Und 2,6% sind immer noch in Kurzarbeit. Und man kann halt die Menschen daraus verstehen, wenn man so viel Geld in so etwas, in so ein Branding reinsteckt. Aber man behauptet, es hätte weniger als 500.000 Euro gekostet. Also ich finde, 500.000 Euro ist schon eine Stange Geld. Also schwierig, 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 schwierig. Aber lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Was haltet ihr von der Livery, von der Lufthansa? Ich habe mich da so ein bisschen schon dran wieder satt gesehen. Heißt also, ich mag sie. Ich mochte die alte mit dem Spiegelei besser. Oder mögt ihr die neue von der Brussels in den Lufthansa-Farben? Also insofern, lasst es uns wissen in der Kommentarfunktion. Und dann lasst uns darüber gerne diskutieren. Ich freue mich auf euch, wenn ihr natürlich den Kanal wie immer mit dem Abonnierbefehl abonniert habt. Ganz, ganz wichtig ist auch natürlich, dass ihr die Glocke anmacht und liked den Beitrag und kommentiert. Also danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV und dem Lufthansa Update.
schauen wir mal, was wir für ein Thema euch beim nächsten Mal bringen. Also, bis bald zur nächsten Folge von Frequentuality. Also, ciao.